So. Schweini! Boah, Alter. Hilfe! So, irgendwie du bist über, ne? Komm, hier. Zack, Schwert in der Seite. Sag mal. Daneben nicht. Ich hau hier lieber ab. So. Ja. Plopp. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Wunderbar. So. Dann werden wir uns hier nochmal um das Hühnerzeugs kümmern. Oh, Hilfe. Hier wollten wir auch noch ein Dach aufbauen. Keine Ahnung, ob ich jetzt immer 1 und 2 treffe, aber ich drücke einfach mal. Ich muss hier raus. Hilfe! So. So. Und weg hier. Bloß weg hier. Okay, dann... Nee, hier schon mal gar nicht, aber hier hinten. Hier und hier. Und dann da. Eier. Achso, 16 geht ja nur. 16 ist ja dann schon ein Stack. So, 12 Weizen. Daraus werden wir also erstmal irgendwie ein paar Brote basteln. So, 21 Brote. Okay. Ich habe ja doch mehr Brote, als ich dachte. Jo. Dann hauen wir uns mal die alte Pilzsuppe nochmal in den Körper. Huch. So, dann das Ding da wieder rein. Die Wolle. Ich glaube, unten hatte ich noch nichts für Wolle. Und die habe ich hier erstmal drin, ne? Richtig. Was macht hier das Eisen eigentlich drin? Das gehört in den Keller. Die Bricks können auch in den Keller. In den tiefen Keller. Nee, hier. Bricks. Bricks. Nein, da. Eisen. Und siehst du, da könnte ich auch schon wieder fast einen Ofen ansetzen. Dann den 32er Stack, den nehme ich mit. Beziehungsweise die 40. Holz. Holzbaumatz. Dirt. Kohle. Die Kohle nehme ich mal mit. Halt, das Holz brauche ich. Nein, das ist falsch. Dahin. Ach, da unten. Na, machen wir hier. So. Das Holz brauche ich, sagte ich ja gerade. Joa, dann... Wollen wir doch mal gucken hier. Ich will jetzt hier nicht großartig eine Höhlenforschung betreiben, aber ich habe gerade so überlegt, deswegen war ich auch zum Teil so still. Ich werde hier einfach mal anfangen, das ganze Gravelzeug schon mal rauszunehmen. Und ich denke mal, wir werden uns hier doch mal um einen Portalraum kümmern. Na, damit es mal wieder ein bisschen interessant wird, gehen wir einfach mal rein in den alten Nether. Gucken mal, was da so los ist. Allerdings, ich mache jetzt einmal kurz einen Break. Ich werde jetzt einmal kurz Fraps beenden und neu starten. In der Hoffnung, dass meine Rechnung aufgeht. Dass nämlich meine Stimme nicht mehr asynchron wird mit meinen Handlungen. So, das war schon der ganze Break. Ne, denn ich habe echt das Gefühl, je länger ich aufnehme, umso schlimmer wird das mit der Stimme. Umso asynchroner wird das Ganze. Und deswegen mache ich jetzt so ungefähr alle 30 Minuten immer einen kleinen Break. Huch. Und starte dann einfach Fraps nochmal neu. Ich habe auf der G510 habe ich extra die Stoppuhr am Laufen. Die sagt mir dann so circa alle 30 Minuten mal Bescheid. Dass ich da dann halt, wie gesagt, einen kleinen Break machen kann. So,
das hier noch weg. So, dann sind wir das Gravel-Scheiß hier schon mal los. Ich hoffe, dass es nachher hier nicht zu dunkel ist. Ja. Ich will das weghaben hier. So, komm, das stört mich überall. Nein, da ist noch mehr. Egal. So, wie hatte ich... Ich hatte da ja schon mal drüber nachgedacht. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich das gedacht hatte. So, hier nochmal eine Fackel hin. Hier ist mir das irgendwie ein bisschen zu dunkel. So, das ist hier, wenn man von hier kommt. So, und dann hier. Dann hat man hier 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 4. 1, 2, 3, 4. Ha. Da muss da doch noch eine Wand hin. Okay. So, dann fangen wir mal einfach hier an, ne? Und dann nehmen wir hier einfach mal ein bisschen was weg. So, dann habe ich hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, die Wand muss dann leider weichen. So. Derweil da hinten ja noch die Höhle ist, überlege ich gerade, vielleicht jetzt hier mal runter zu gehen und das Portal dann lieber in den Keller zu bauen oder in einen Keller zu bauen. Nein, der hätte doch bleiben können. Cobblestone, zack. Der hier muss doch weg, oder? 1, 2, 3, 5, ja. Der muss hier noch weg. So. Da hängt doch so ein Klotz mitten in der Luft. So. Dann hier gleich verschließen. So wie ich mir das halt vorgestellt habe. So. Dann haben wir hier eine Wand. Und irgendwie baue ich mir hier dann noch eine Wand hin. So. So. Nein, der ist falsch. Huch. Und dann so. Okay. Dann hier. Und da. So, und dann würde ich ja eigentlich jetzt, wie ich schon sagte, nach unten gerne gehen. Und auch irgendwie die Decke noch gerne ein bisschen begradigen. Komme ich da überhaupt hin? Ja, sieht doch gut aus. Das wird jetzt ein Fummelkram. So. Von der Seite noch. Von der Seite komme ich gar nicht ran. Aber so. Ich habe doch gerade... Ah, Airlockstein. Scheiße. Na? Na, hier komme ich einen höher, aber da bin ich wahrscheinlich... Nee, doch nicht. Das geht. Zack. Hoch. Hier einmal runter. Und hier soll es dann ja schon komplett runtergehen. So, aber dafür würde ich gerne erstmal irgendwie da oben das Loch zumachen. Nur wie. Dann muss der auch weg. Fackel weg. So. Da, da, da. Ne, ich schweige mir hier gerade schon wieder ein zurecht. Ich denke nämlich nach, ob das überhaupt geht, was ich vorhab. Und wenn ja, wie? Out of Cobble? Wie? Echt? Ach du Scheiße. Okay. Das heißt, ich hole mir erstmal Kobbel, weil dafür brauche ich Kobbel. Cobblestone. Aber hier.
Ne, ich sag ja, also bevor wir allerdings in die Nether gehen, brauchen wir noch Unmengen an Cobblestone. Normalerweise auch Diamantenrüstung, Diamantenschwert und so weiter. Ohne das gehe ich normalerweise gar nicht erst rein. So. Das war hier nicht. Aber kriege ich noch gerettet, ne? Ja, kriege ich gerettet. So. Und so. Gut, da ich hier irgendwie einen runter möchte, muss ich dann natürlich dementsprechend auch die Decke einen runterziehen. 1, 2, 3, 4. Ja, ist ja schön, dass hier eine nicht ausgeleuchtete Höhle ist. So. Huch. So. So und so. So. Und so. Entschuldigung. Okay. Dann das hier. Das Ding hier muss dann auch mal irgendwie noch dicht. Huch. So, ich mach das mal einfach jetzt hier alles komplett zu. Aufbuddeln kann ich das hinterher immer noch. Aber mir ist das jetzt erstmal gerade lieber zwecks Spawning und so weiter, wenn das hier mal zu ist. Wenn diese Lachs nur nicht schon wieder wären. So, huch. Na egal, ein Loch kann bleiben. Einmal ein Loch. Das geht immer. So, dann hier. Da. Nein, da. So. 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 Und da und da. Ach, das hätte so oder so zugemusst. Sehe ich gerade mal. So. Na, jetzt haben wir's. Gut. So, hier möchte ich jetzt dann langsam nach unten. Ja, Fackeln. Fackeln setze ich nachher, glaube ich, vernünftig. Also ich denke mal, dass hier sowieso dann wieder ein kompletter Cobblestone-Raum. Schweres Wort. So, dann fangen wir mal an, hier ein bisschen nach unten zu gehen. Und das war die Spitzhacke. Haben wir noch eine? Natürlich nicht. So. Dann nochmal eine Spitzhacke bauen. Weißt du was, bauen wir gleich zwei Stück. Eins und zwei. Und dann haben wir gleich mal zwei Stück. Ich denke mal, ich brauche sowieso mehr. Wenn ich das wirklich so bauen will, wie ich das andenke, dann werde ich ein paar mehr brauchen. So. Da. Ja, ich wusste es. Kommen in die andere Höhle rein. Ach, hier habe ich doch damals Kohle aus der Wand geschlagen. Richtig, ich erinnere mich. So. So und so und so. Gut, dann dürfte das eigentlich nicht mehr stören. Eigentlich. Das mache ich hier mal der Vollständigkeit halber. So. Das hier werde ich sowieso später zu einem späteren Zeitpunkt dann alles nochmal durch Cobble ersetzen.